Schulz-Reimering, 1-2 Heimniederlage heute gegen Jahn Ringsburg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand es heute nicht gut genug. Die erste Halbzeit bin ich gut reingekommen. Eigentlich nach der Halbzeitpause auch nicht sofort. Und ich fand es heute eigentlich nicht gut genug. Über 90 Minuten hat Ringsburg vielleicht verdient 30 Punkte mitgenommen hier aus Osnabrück. Ihr habt eine schlechte erste Halbzeit gespielt, das muss man sagen. Dann seid ihr früher aus der Kabine gekommen. Du bist eingewechselt worden, hast das Tor gemacht. Und man hat das Gefühl, jetzt kann vielleicht noch was gehen. Ging euch das auch so? Genau, nach diesem Tor hatte ich auch das Gefühl, jetzt machen wir vielleicht eine 2-1. Hat Aschi auch noch eine große Chance. Schade, dass der nicht reingeht. Trotzdem fand ich uns dann besser ins Spiel. Und der Publikum kam auch wieder hinten und so. Und, aber dann bekommen wir natürlich eine so dreckige Tor von Regensburg wieder 2-1. Und dann war das wirklich schwer für uns. Wir haben nicht viele Chancen dann mehr rausgespielt, nur lange Bälle gespielt und dann war das schwer für uns, noch wieder die 2-2 zu machen. Zweite Niederlage jetzt in Folge. Baut jetzt eine neue Serie auf? Ja, ich hoffe natürlich nicht. Ne? Ich hoffe, dass wir, ich hatte eigentlich schon nach Chemnitz-Spiel gehofft, dass wir heute die Niederlage wegputzen konnten. Es ist nicht gelungen, aber wir sind eine gute Mannschaft, haben das schon gezeigt und ich glaube, dass wir Spiele gewinnen werden, wenn wir einfach weitermachen und das werden wir auch machen.